Willkommen bei Rosuk Media. In meinem heutigen Tutorial möchte ich Ihnen gerne mal hier diese Clipping-Ebenen kurz vorstellen. Man hat hier die vordere, die hintere Clipping-Ebene und man kann sich hier auch diesen Clipping-Ebenen-Bereich hier anzeigen lassen. Ja, und wofür ist das Ganze? Ja, das ist dazu gedacht, dass man mit der Kamera praktisch, die außerhalb der Szene ist, dass man praktisch durch die Wände durchschauen kann. Ich könnte das jetzt durchaus mit der Vorschaukamera machen, aber ich werde mir jetzt gleich mal eine Kamera hier hinzufügen. Ich habe hier eine kleine Szene erstellt und man sieht, die ist hier von vier Wänden umgeben. Und jetzt gehe ich hier mal auf Erstellen, Kamera, und die Kamera, die werde ich mir jetzt hier mal auf den Nullpunkt zurücksetzen. Dann gehe ich mal in die Vorschaukamera und die Kamera sitzt jetzt hier dort, wo der Tisch ist. Und jetzt werde ich mir die Kamera hier mal so ein bisschen rausschieben. Und zwar werde ich mal hier den Wert minus 720 eingeben. Und dann gehe ich mal hier in die Anfangsposition, werde mir mal die Kamera hier drehen um 90 Grad und in der Höhe werde ich die jetzt hier auf 150 setzen. Jetzt gehe ich mal in die Anfangsposition und jetzt habe ich hier praktisch meine Kamera, die sich also überhaupt nicht im Raum befindet. Wenn ich jetzt mal durch die Kamera durchschaue, dann sieht man halt natürlich nur die Wand. Jetzt gehe ich wieder in die Vorschaukamera und werde jetzt mal hier diesen Clipping-Ebenen-Bereich an mir anzeigen lassen, denn die Kamera ist ja hier im Szene-Manager markiert und werde Ihnen mal kurz das etwas deutlicher machen. Ich werde mal die vordere Clipping-Ebene hier auf 20 setzen. Das ist hier die vordere Clipping-Ebene und die hintere Clipping-Ebene werde ich hier mal auf 220 setzen. Jetzt gehe ich mal in die Ansicht von oben, scroll mich hier mal raus. Und jetzt hat man hier die vordere Clipping-Ebene. Diesen hinteren Bereich, der wird für die Kamera praktisch jetzt ausgeblendet. Die Kamera, muss man sich so vorstellen, die sitzt jetzt praktisch hier vorne. Hier ist das Auge. Und alles, was vor der vorderen Clipping-Ebene ist, das ist in dem Sichtbereich der Kamera. Die hintere Clipping-Ebene, die geht jetzt bis hier hinten hin. Da aber die Wand hier zwischen ist, sieht man praktisch jetzt durch die Kamera. Jetzt sehen wir ja noch die Wand, weil die vordere Clipping-Ebene hier zu kurz ist. Und da werde ich mal den Wert erhöhen auf 40. Und jetzt befinde ich mich also hier mitten in der Szene. Und man sieht jetzt die Wand. Wenn die Wand jetzt nicht da wäre, könnte man also schauen bis zum hinteren Clipping-Ebenenende. Ja, also ich werde nochmal in die Vorschau gehen, also bis hier hinten hin. Wenn ich jetzt die hintere Clipping-Ebene hier mal vorsetzen würde auf 150, dann ist die jetzt praktisch schon vor der Wand und die Wand würde praktisch für die Kamera nicht mehr existieren. Die Kamera würde praktisch dann schon gleich den Hintergrund einsetzen und da ich einen Sky hier hinzugefügt habe, müsste man jetzt eigentlich durch die Kamera auch den Sky sehen, weil die Wand ist ja praktisch für die Kamera nicht mehr sichtbar. Jetzt gehe ich hier mal wieder in die Vorschaukamera und werde natürlich den Wert jetzt hier für die Kamera in der Clipping-Ebene hier mal wieder auf 220 setzen und die vordere Clipping-Ebene, die habe ich jetzt hier, wie gesagt, hier auf 40. Jetzt könnte man auch durchaus eine Kameraanimation machen hier, obwohl die Kamera gar nicht im Raum ist. Und dazu gehe ich mal in die Kameraansicht, wähle mir mal den Joker hier an als Drehpunkt. Und jetzt werde ich mal die Kamera hier noch so ein bisschen drehen praktisch, so dass man den Sky hier jetzt auch nicht sieht. Und vielleicht noch so ein Stück verschieben. So ungefähr. Und jetzt gehe ich hier mal auf Frame 300. Enter. Und der Joker ist als Drehpunkt. Und jetzt halte ich mal die linke Maustaste gedrückt. Und dann drehe ich mir jetzt hier mal die Kamera hier so ein Stück hier rum.
Und jetzt kommt die eine Seitenwand hier dazwischen. Das macht aber nichts. Ich scroll mich einfach mit dem Mausrad in kleinen Stücken, indem ich das Mausrad so nach vorne schiebe, hier so rein. Dann gehe ich mal auf Frame 600, Enter und drehe jetzt hier wieder die Kamera. Und dann habe ich hier wieder die Wand und scroll mich wieder so ein kleines Stück rein mit dem Mausrad. Nicht zu weit. Dann gehe ich mal auf Frame 900, Enter und drehe mich jetzt hier wieder mit der Kamera. Und jetzt habe ich hier auch wieder so ein Stück Wand dazwischen. Ich drehe mich aber noch ein Stück weiter jetzt, so dass wir die andere Darstellerin auch gleich sehen. Scroll mich mit dem Mausrad hier noch ein Stück rein. Und wenn ich jetzt mal auf Stopp und zurückgehe, schaue ich mir mal hier die Animation an. Und ich habe jetzt praktisch hier eine Kameraanimation gemacht mit einer Kamera, die sich praktisch überhaupt nicht im Raum befindet. Ist zwar jetzt nicht die beste Animation geworden, ist ja auch nur ein Beispiel. Und jetzt gehe ich mal auf Stopp und zurück. Und jetzt gehe ich mal in die Vorschau, um Ihnen das mal zu zeigen. Wir haben ja hier diese Kamera. Und wenn ich jetzt mal diesen Timeline-Regler hier drehe, dann sieht man, dass die Kamera auch zu keinem Zeitpunkt hier hinten sich im Raum befindet. Wir haben praktisch immer diesen Bereich jetzt hier von der vorderen Clipping-Ebene bis zur hinteren Clipping-Ebene. Da aber, wie gesagt, hier die Wand dazwischen ist, sieht man praktisch die Wand. Ja gut, das war's jetzt hier auch schon in diesem Tutorial. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.